So, da sind wir in unserem Lager und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Barren, die da so wunderbar alle rauskommen, dann umsetzen jetzt in eine Schmiede, war das, glaube ich, ne? Ja, schauen wir mal nach dem Logo, dass wir da dann den Hammer rausholen und es losgeht. Da ist gerade wieder ein Barren rausgekommen. Schauen wir mal, ob wir alle Utensilien dafür haben. So, dann mal gucken, den Hammer haben wir. Repair, nee, hier Repair bauen. Nee, Möbel. Oh, Sign können wir auch machen. Nee, Herstellung, da ist es. So, wo ist jetzt die Schmiede? Da ist die Schmiede. So, Stein, Kohle und Kupfer brauchen wir. So, gut. Das heißt, wir machen mal gerade das wieder weg. Das Kupfer heben wir alles auf. Okay. So, jetzt müssen wir Kohle gucken. Ist da noch was am Kohlemeiler dran? Ne? Ich will es hoffen, ne? Fackel im Weg. Und die Bienen sind schön am Arbeiten. Kohle haben wir auch genug. Was machen die Bienen hier? Bienenstock ist leer. Hier läuft aber noch was, ne? Da ist gerade noch einer rausgekommen. Okay, das passt dann. Ich denke mal, dass wir jetzt Kohle genug haben. Wir können ja gerade mal gucken. Nur noch 4 Steine fehlen uns jetzt. Die müssten wir in der Truhe haben, ne? Zack. Du trägst zu viel, okay. Ja, das war jetzt falsch. So, ne, du trägst zu viel, das war falsch. So, da haben wir es. So, jetzt haben wir die 4. Truhe erledigt und Werkbank aufbauen. Nur wo ist die Frage? Hier? Eigentlich ist hier schön, ne? Oder? Da gefällt mir das eigentlich. Ist es so rum richtig oder ist es so rum richtig? Ich glaube, es ist so rum richtig, aber so wirklich sieht man nichts, ne? Aber passt, oder? So, da kamen jetzt gerade ein paar Rezepte rein, das ist ja auch schon mal gut. So, Kupfermesser kann man da bauen. Aufwert nix, aber das Kupfermesser können wir bauen. Dafür brauchen wir 8 Kupfer für ein Kupfermesser. Das ist aber schon mal krass. Leider habe ich eben die 3 Rezepte nicht gesehen, die da waren, ne? Aber was macht der? Der soll jetzt nicht schon ein Kupfermesser herstellen. So, haben wir jetzt 8 sogar vielleicht? Nee. Wo sind denn hier die Barren? Da, 7. Einer fehlt. Auch geil, oder? Und der kommt jetzt nicht mehr raus. Doch, oh, der war eigentlich heiß und wir haben trotzdem genommen, ne? Kupfermesser. Komm, stell mal her. Neuer Gegenstand, Kupfermesser. Ja, habe ich mir gedacht. Das Kupfermesser kann man mit so einem Augen, 4 Kupferbarren und Level 2 auf Leveln. Okay, hier sind unsere Stats. Wildschwein-Trophäe mal hoch. Okay, da sind ja schon einige Dinge. Kompendium. Okay, das brauchen wir nicht. So, das heißt da raus. So, jetzt ist der Ofen aus. Das war Eisen, ne? Ne, Zinn. Okay. Was fehlt jetzt? Kohle. Da haben wir 8 davon. Und was können wir hier noch hinzufügen? Wahrscheinlich nichts, ne? Ich habe keine Gegenstände dafür. Gut. Muss ich das hier hinzufügen? So, jetzt haben wir das Zinn da drin.
Und das können wir ja zurückpacken. Ja, das können wir drinnen noch weglegen und dann schauen wir weiter, oder? Hier ist nichts. Doch, die können wir da hintauen. Was haben wir hier? Auch jetzt nicht so wirklich was, was wir zueinander machen können. Da ist auch nichts. Wir könnten ein bisschen Fleisch auf jeden Fall hier machen. Okay, das war genau andersrum. Kann ich das so machen? Ja, gut, dann machen wir das so. Knochendisteln haben wir. Pilze haben wir genug. Und dieses Fleisch, das war draußen in der Truhe, ne? Das wäre dann auch nochmal. Ah, ne, das war falsch. Hier nochmal hin. Und hier können wir. Ach, ist schon voll, okay. Dann halt nicht. Hier war noch ein Stack frei, dann kommt das hier rein. Und das Holz wird zum Bauen verwendet. Aber das können wir auch in Kohlemeiler reinstecken wahrscheinlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das die High-End-Qualität ist, ne? Hier ist jetzt aber nichts mehr drin. Okay, das läuft. Bienenstock überprüfen, Bienenstock ist leer. Bienen sind glücklich, alles ist gut. Passt erstmal, oder? Achso, wir wollten ja mal vielleicht in unserer alten Werkbank gucken, ob sich da was geändert hat, ne? Und das sieht eigentlich danach aus, oder? Erstmal hier heile machen. Feuersteinaxt, Steinaxt, Bogen, Lederhelm, Hacke. Nee, ist doch nicht mehr geworden, oder? Ja, das ist jetzt dann nicht so schön, ne? Haben wir alles erstmal? Ja. Können wir denn noch was bauen? Ist das das vielleicht? Also hier war ja nichts, ne? Ich könnte was zu essen vertragen, okay. Hier ist ja nur das Kupfer. Ah ne, hier sind jetzt doch so. Bronze können wir jetzt gießen. Dann gibt es noch ein Metzgermesser. Ein Metzgermesser, das speziell für Zähmen von Tieren designt wurde. Okay, das sollten wir vielleicht noch überlegen, ne? Aber erstmal müssen wir hier Bronze können wir machen, dann gibt es noch neue Rezepte. Und das Metzgermesser würde vielleicht aber auch Sinn machen. Dafür brauchen wir Holz. Okay. Zu weit weg. So, Zinn haben wir. Jetzt fehlt uns das Holz natürlich, ne? Dann haben wir hier aber was. Nehmen wir den Stack mal gerade rüber. So. Metzgermesser geht jetzt. Dann stellen wir das doch mal her. Metzgermesser ist hergestellt. Kann man nicht aufwerten. Und dann wäre noch Bronze. Da brauchen wir 10 Kupfer und 5 Zinn für. Haben wir natürlich nicht, ne? Das können wir wohl mitnehmen. Zinn. Kupfer haben wir nicht. Ja, weiß ich, dass das schwer ist. Muss ja jetzt gerade durch. Es ist voll. Okay, dann mehr haben wir nicht. Dann das wieder zurück. Ah, hier sind die drei, die nehmen wir mit. Den Zinn können wir eigentlich auch jetzt hier lassen erst. Das Holz würde ich auch hier lassen. Der Rest ist okay. Jetzt ans Feuer. Kurz Essen machen. Irgendwo ist noch wieder was rausgekommen, ne? Gegenstand kochen. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Wand hier noch lassen sollten.
Eigentlich macht die keinen Sinn, ne? So mit Vorburg und sowas braucht man eigentlich gar nicht, oder? Müssen wir mal überlegen. Okay, da ist jetzt schon das andere Fleisch dabei. Jeden Fall machen wir das gerade auch noch. Kurz warten, ne? Sodass alles gekocht haben. Haben wir da auf 1 schon das passende Messer? Auf 1 hatten wir sonst eine Fackel, ne? Okay, da ist jetzt das Kupfermesser, glaube ich, gelandet. Wir müssen dann Bronze machen, definitiv, um dann weitere Rezepte zu kriegen, um dann wahrscheinlich eine Bronzerüstung und sowas zu kriegen. Okay, noch ein Gegenstand zum Kochen, dann war es das. Wir sind ausgeruht, auch sehr schön. Ja, und dann ist es eigentlich schon wieder so weit, dass wir Kupfer und Zinn brauchen wieder, ne? So. Kurz hier noch aufsammeln gehen. Da ist aber nichts mehr drin. Und wir haben auch kein Holz dabei, also nützt das nichts. Warte, was ist das jetzt hier gerade? Ah, das ist das Metzgermesser, ne? Hergestellt von Asreiter. Lass uns mal überlegen. Also wir müssen eine Fackel bauen, weil die fehlt uns definitiv. Feuersteinspeer. Also die Hacke müssen wir nicht unbedingt als erstes haben. Den können wir das mal so machen. Feuersteinaxt, ja, weiß ich auch noch nicht. Bienen schlafen, ne? Oh, wir haben gerade wieder Honig gekriegt, okay. Feuer läuft noch, das ist gut. Fängt an zu frieren, ja, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Bettchen und schlafen eine Runde, ne? Was träumen wir? Nix träumen wir. Okay, guten Morgen. Ja, sehr schön. So, da hatten wir reingeguckt, da war nichts. Draußen war Zinn und Kupfer. Da können wir hier noch mal was einsammeln. Da haben wir nichts gerade. Kohle haben wir auf der Seite, wenn. Jetzt läuft es wieder. Und wir haben hier noch für Zinn noch. Da braucht man auch, glaube ich, nur 5 von. Wir brauchten vom Kupfer mehr, ne? Kupfer haben wir leider nicht mehr. Das bedeutet. Achso, das wollte ich auf der anderen Seite noch reinstopfen, ne? Es ist voll. Dann tu das erstmal da wieder hinschmeißen. Hier konnten wir nichts mehr machen, denke ich. Bronze kriegen wir nicht hin, weil uns da das Material für fehlt. 10 Kupfer fehlt. Das Messer haben wir, das haben wir aufwerten, können wir nur das. Das brauchen wir also nicht. Ist das erst erledigt. Gut. Das heißt, wir können jetzt schauen, dass wir noch Kupfer kriegen, weil das brauchen wir. Ja, macht anders keinen Sinn, glaube. So, jetzt müssen wir nur auf der Karte gucken, wo wir noch Kupfer hatten. Da. Das heißt, wir müssen nach da laufen, um Kupfer zu kriegen. Hier wäre auch Kupfer. Das ist nicht so weit weg. Sollten wir da noch mal schauen, dass wir Kupfer kriegen, ne? Okay, das heißt in diese Richtung so ungefähr, oder? Wenn ich jetzt dieses Dreiermesser nehme, ne, wie komme ich denn damit klar? Müsste ich ein Wildschwein haben, ne? Aber ich lasse das erstmal.
Wo könnte da sein? Wildschwein ist aggressiv. Und ich habe keine Ausdauer und krieg's deswegen nicht hin. Und ich habe auch noch nicht mal was zu essen. Ich glaube, das lassen wir mal gerade, ne? Was wir da gerade versuchen. Nee, da. Oh. Jetzt tut mich das Wildschwein gleich noch umbringen, ey. Gesundheit haben wir jetzt zum Glück ein bisschen mehr wieder. So, wo ist das Schwein? Ich glaube, das wird nichts. Okay, hat sich erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Werte wieder hochkriegen erstmal. Und wir wollen zum Kupfer, welches in dieser Richtung ist. Hier noch wer? Glaube nicht, ne? Oder? Da waren nur die zwei. Das Kupfer ist. Da ist noch einer. Okay. Kupfer ist da. Ist das hier das Kupfer? Nee, ne, oder? Nee. Oh, der. Den brauche ich jetzt gar nicht, ne? Wo ist er? Oh. Okay, der ist zu nah. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Ich glaube, den lassen wir besser in Ruhe. Ich glaube, der ist noch zu stark für uns. Ich weiß nicht, ob er hinterherkommt, aber es hört sich so an. Kommt tatsächlich die ganze Zeit hinterher. Ich glaube, jetzt holt er ab.
Also ich würde ihn ja am liebsten auf offener Wiese kriegen, ne? Weil da kann ich schnell weglaufen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Weg ist er. Ist das hier unser Kupfer jetzt? Ja. Was war das denn jetzt gerade? Ah, es lebt noch. Okay, jetzt müssen wir, denke ich mal, schauen. Was ist das? Sieht so anders aus. Naja. Schauen wir mal, dass wir zurückkommen. Mit dem Regen macht das hier auch keinen Sinn, ne? Vielleicht hätten wir noch ein bisschen Pinienholz mal fällen müssen. Habe ich die Haustür zugemacht? Ich will es hoffen, ne? Sonst haben wir nämlich ein Problem. Aber ich sehe schon, die Folge ist schon wieder sehr fortgeschritten. Das heißt, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.